Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir zusammen leckeres Spritzgebäck backen. Ihr braucht für ca. 70 Kekse 125 Gramm Butter oder Margarine, 2 Eier, 125 Gramm gemahlene Mandeln, ein Päckchen Vanillezucker und 250 Gramm Zucker sowie eine Prise Citrobac oder abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone und 350 Gramm Weizenmehl. Nun Butter, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel verrühren, bis der Teig schaumig wird. Anschließend zwei Eier hinzugeben und wieder alles verrühren. Das gleiche müsst ihr dann mit einer Packung gemahlener Mandeln wiederholen. Danach das Mehl. Löffel für Löffel unterrühren. Wenn alles verrührt ist, noch zur Verfeinerung Citrobac bzw. geriebene Zitronenschale dazugeben. Der Teig muss nun für ca. eine Stunde zum Hartwerden in den Kühlschrank. Nach langersehnendem Warten könnt ihr den Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Diesen müsst ihr nun mit dem Fleischwolf in die passende Form bringen und auf das Backblech legen. Diesen Arbeitsschritt bewältigt ihr am besten zu zweit. Die noch rohen Plätzchen müssen dann bei 150 Grad Umluft für ca. 12 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Wenn ihr die Plätzchen aus dem Backofen holt, müsst ihr aufpassen, das Blech ist heiß. Und so sehen die fertigen Spritzgebäck aus. Nun könnt ihr nach Belieben die Plätzchen noch mit einer Schokoglasur verzieren. Dazu erhitzt ihr zunächst Wasser. Nachdem ihr den Topf vom Herd gestellt habt, müsst ihr die Glasur hineinlegen und 5 Minuten lang weich werden lassen. Wenn die Zeit um ist, könnt ihr die Schokoladenglasur herausnehmen. Und in ein Gefäß, zum Beispiel eine Tasse, geben und eventuell verrühren. Im nächsten Schritt benötigt ihr natürlich die Plätzchen. Diese müsst ihr auf dem Blech auslegen und mit Schokolade bestreichen. Wenn euch die Plätzchen immer noch nicht bunt genug sind, könnt ihr sie zum Beispiel noch mit Kokosraspeln, Streuseln, Mandeln etc. nach Belieben verzieren.
Und so sehen die drei Keksvarianten letztendlich zum Schluss aus. Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit! Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, abonniert unseren Kanal und kommentiert das Video. Tschüss und bis bald!